Nach langer Zeit Funkstille auf YouTube starten wir direkt mal rein mit einem Workout-Video. Nee. Mit einem Roadtrip. Wir fahren ein bisschen durch Deutschland. Was genau wollen wir noch nicht verraten, aber nachdem ihr hinter der Kamera ja schon Felix hört, war die erste Station von Regensburg erstmal Nürnberg. Felix einladen und wir fahren gen Norden und ja, werden wahrscheinlich zu späterer Stunde und wahrscheinlich mit weniger Tageslicht nochmal ein Update geben, wo wir uns befinden und was wir da machen. I heard you packing up your bags and moving on. You're gonna do all the things you dreamed about. Oh, and it makes me sad when I think about the thing we had being over now. And I miss you. Ja, guten Morgen. Es ist wohl das Zeichen, dass das rote Licht leuchtet, dass man dann was sagen muss. Ja, wie wir sehen, ist auch morgens um 8:30 in Hamburg schon einiges los, womit wir auch gleich mal auflösen möchten, wo es uns heute hier hin verschlagen hat. Felix und ich waren gestern doch einige Stunden im Auto unterwegs, um heute oder gestern noch hier pünktlich anzukommen, weil wir heute einen vollen Tag haben. Was wir hier in Hamburg genau machen, werden wir euch natürlich später versuchen, noch ein bisschen mehr zu zeigen. So viel sei mal gesagt, es geht darum, sicherlich an dem einen oder anderen Prozent noch zu arbeiten, zu optimieren, was das Laufen anbelangt. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Für uns mal was Neues oder für mich was Neues. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und in dem Sinne, seid gespannt, wir nehmen euch mit. Yeah. I'm sweating. Yeah. In 2010 thought I was doing something. And now I'm rapping with a crew or something. I guess the track don't really stick unless he's gluing something. And I never fit the shoe until I do or something. Yo, bracing myself like teak, boy, it's the same old route on some new concrete. But homie, these tunes make you get a new ID. I'm trying to do my thing, but the commute ain't cheap. I'm on the move. Wir haben so 3,6 bekommen. Ich würde da nichts kaufen, ehrlich gesagt. Wearing tacky J's and I'm just pumped that I made it out my nappy face. Let's go. We can turn the whole world around. I'm in the backseat with each other. Bei jedem Kontakt, ne? Also rechne mal dein Körpergewicht aus, ja, was da wirkt. Ja. So 70 Kilo, ja, mal 2,7 bei jedem Schritt. Mhm. So, und das ist schon einiges. Kein Wunder, dass man da echt viel Infotag, ja, auf einmal aufs Leben bekommt. Ja. Und das wirkt sich bei dir auch extrem aus. Das ist auch nicht perfekt gestellt, das ist nicht neutral gestellt. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass da viel Druck immer reinkommt bei jedem Schritt. Ja. So, wir sind, wir sind in Hamburg, aber wir sind bei Curex im 5D Lab, um hier mal eine Laufstilanalyse bei mir vorzunehmen, denn es gibt immer was zu verbessern und wie wir gerade festgestellt haben, gibt es bei mir auf jeden Fall noch eine Menge zu verbessern, was Laufökonomie anbelangt. Wir haben natürlich eine Menge verschiedener Werte, die ihr hier wahrscheinlich so, ja, hoffentlich einigermaßen sehen könnt. Wir haben hier gerade mal eine Aufnahme laufen hier bei einer für mich eher lockeren Geschwindigkeit, bei 15 km/h. Wo man sich denkt, okay, entspanntes Tempo sollte alles easy sein, ist zwar vom Tempo easy, aber da gibt es eine Menge, was wir hier gerade festgestellt haben, was auf jeden Fall zu verbessern ist. Angefangen mal beispielsweise hier bei der Kadenz, da gibt es so Werte, die vielleicht eher im Bereich von 170 bis 180 optimal sind. Ich bin bei 162, ich sollte also eher mehr Schritte machen. Wir haben hier ein paar Punkte, vor allem bei der lateralen Kraft, die nicht ganz optimal sind. Das spricht dafür, dass ich wohl ein bisschen mehr Rumpftraining machen sollte. Und das Ganze haben wir natürlich mit verschiedenen Schuhen und auch bei verschiedenen Geschwindigkeiten getestet. Auch bei der Wettkampfgeschwindigkeit für die Marathon-Pace. Ist interessant, dass es da ein bisschen besser wurde. Also einfach, weil man gezwungen ist, natürlich eine höhere Geschwindigkeit zu laufen, dementsprechend eine höhere Frequenz. Aber auch da haben wir gesehen, dass es noch Potenziale gibt, an denen ich arbeiten kann, über Kraftübungen, über Stretchingübungen, über natürlich auch ein bewusstes Verändern der Schrittfrequenz. Und da gehen wir jetzt nachher noch weiter in die Analyse. Und Philipp, warum hast du so ein schlechtes Rating hier? Bei dem Rating denkt man nicht unbedingt, dass derjenige schon mal einen Marathon halbwegs ordentlich zurücklegen konnte. Aber so ist halt die Realität, Leute. Nur weil man schon mal einen Marathon halbwegs ordentlich gerannt ist, heißt das nicht, dass der Laufstil und die Laufökonomie alles perfekt ist. Ganz im Gegenteil.
fourth year in the promised land. Watch it, I promise, man. If you ain't looking close, we gon' look like an industry plant. Flex it, I really can't. Truth is a higher plan. I'm walking with the sun, so close, I'm on fire, man. Burning up, I'm so OT with a go-go tea. My fruit to bear is oh so he. I owe your beats, and rappers look like pour your meat and throw your sweets. So your soy like so low key. All right, stop. Herzlich willkommen, Philipp Flieger. Nils, schön zu sehen. I need to smile, son. It's been a while, son. He picked me up to set apart from all the piles, son. And I was just another kid on the block. I never did a thing to get where I got. Yeah, I like that. Yeah. We can turn the whole world around. I'm in the backseat, really trying. Ja, also ich bin natürlich auch begeistert. Für mich war es total interessant, sowas überhaupt das erste Mal zu machen, vor allem auch so detailliert. Ich hatte vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute immer denken, nur weil jemand schnell vielleicht Marathon rennt, da ist dann bestimmt auch dementsprechend die Laufökonomie super. Die ist bei mir tatsächlich gar nicht mal so super, wenn man da gewisse Vergleichswerte mal heranzieht. Hier gibt es auch ein internes Ranking in Hamburg, da habe ich es nicht mal in die Top 5 geschafft. Aber das ist ja auch immer Room for Improvement, also Möglichkeiten daran zu arbeiten. Und der erste Schritt dafür ist natürlich überhaupt erstmal das festzustellen, zu analysieren, diese Infos zu bekommen, auch die Übungen etc., mit denen man daran arbeiten kann. Was man direkt gemerkt hat, das war wirklich das Thema mit der Schrittfrequenz, wo wir auch mal in ruhigeren Dauerlauftempo bei mir direkt gesehen hat, dass sich das sehr positiv auf jeden Fall auswirkt. Und alles andere, was ich von euch natürlich mitbekomme, ist was, was ich die nächsten Wochen und Monate in meinen Trainingsprozess mit integrieren werde. Und freue mich in dem Sinne auf alles, was in 2022 dann kommt. Na, let's go. Let's go. Es ist dunkel, was jetzt im Winter nichts heißt, aber es ist tatsächlich trotzdem ein bisschen später geworden als gedacht. Was aber nicht schlimm ist, weil ich fand es echt sehr, sehr cool heute hier bei Curex. Das war extrem spannend. Zum einen, was die natürlich Analyse anbelangt, da werden wir aber auf den Kanälen von Curex noch mehr sehen. Vor allem aber auch, was ich für Tipps, Tricks und Übungen mitbekommen habe, wie man natürlich ihren Laufstil verbessern kann. Vor allem, was halt einfach so Themen wie Laufökonomie und Verletzungsprophylaxe anbelangt. Also ein Bein fürs andere bringe ich schon, habe auch schon den anderen Marathon hingekriegt. Aber es ist ja nie zu spät, weiter zu optimieren. Und wenn man älter wird, wie ich, ist es auch sinnvoll, an den kleinen Puzzleteilen zu arbeiten. Insofern, Felix, wir haben noch einen kleinen Roadtrip vor uns, weil wir haben es jetzt 6:30 oder so, glaube ich. Aber kein Problem, wir fahren aus Hamburg noch mit dem Auto nach Hause und sind dann heute Nacht irgendwann hoffentlich in Nürnberg, beziehungsweise ich dann in Ringsburg. Und ja, dann geht es morgen weiter mit dem Training. Vielleicht machen wir noch einen kleinen, weiß ich nicht, kleinen Punkt später von unterwegs, falls wir noch was aus dem Auto filmen wollen. Oder wir ziehen es einfach durch. In diesem Sinne, falls wir uns nicht mehr sehen, versuchen wir jetzt wieder regelmäßige Uploads zu bringen. Da gab es zuletzt einfach ein paar andere Themen, die wichtiger waren, die wir klären mussten. Dazu vielleicht auch nochmal eine detailliertere Folge irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das soll es erstmal gewesen sein. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Abonnieren gerne nicht vergessen und ja, freue mich aufs nächste Mal. Der Sprit war aus, deswegen mussten wir mal tanken und auch wir mussten refuelen. Also wie man es halt bei den Sportlern kennt, der Klassiker, ne, muss man unterwegs halt auch mal Mc's mitnehmen. In dem Sinne, ich weiß nicht, ihr wollt noch ein Update machen, je nachdem, wie lange wir heute noch die Nachfahren, aber vielleicht schaffen wir es auch bis um 2:30 nach Hause.